Herzlich willkommen zum Let's Play Metro Redux. Und ja, damit ein recht herzlich willkommen zu einem nagelneuen Let's Play auf meinem Channel. Wir haben die Auswahl zwischen Metro 2033 und Metro Redux. Und wir werden natürlich jetzt erstmal zwischen Metro 2033 und Metro Redux, habe ich jetzt gesagt, ne? Quatsch. 2033 und Metro Last Light. Haben wir die Wahl. Wir werden natürlich mit Metro 2033 anfangen. Metro Redux ist eine Konstellation aus zwei Spielen. Das bedeutet einmal Metro 2033, was von den Entwicklern 4A Games kommt, und der Publisher ist Deep Silver. Das mein Gott. Ist erhältlich für PC, Xbox One und PlayStation 4. Metro 2033 erschien 2010. Damals für PC und Xbox 360. Die PlayStation 3 User mussten leider leer ausgehen damals, was ich schade fand. Metro Last Light konnte ich selber damals gar nicht spielen, kam 2013 raus. Kam aber damals für PlayStation Plus Mitglieder, kam es raus, und da hatte ich aber schon meine PlayStation 4, das heißt, ich konnte es da auch nicht spielen. Jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, beide zu spielen und natürlich auch beide zu Let's Play mit euch zusammen. Und was habe ich denn noch auf meinen schlauen Zettelchen? Ich habe so ein schlauen Zettelchen hier liegen, wo ich mal alles aufgeschrieben habe. Metro Last Light beinhaltet übrigens alle DLC-Inhalte, wo wir natürlich auch mal reinschauen werden. Ansonsten, ja, würde ich sagen. Metro 2033 basiert auf dem gleichnamigen Roman von Metro 2033 von Dmitri Glukowski. Ja, der Ole Glukowski, der hat, der hat Metro 2033 geschrieben. So, und nicht nur der Notizblock, sondern auch einen Stift habe ich hier, falls wir mal irgendwas notieren müssen im Let's Play. Aber jetzt starten wir erstmal Metro 2033. Los geht's. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Ich freue mich wie ein Schnitzel. Oh, ist das cool. Hui. Deep Silver. For A Games. Ja. Genau, es ist inspiriert und geschrieben von Dmitri Glukowski, wie ich schon gesagt hatte. So, und da sind wir im Menü. Es wird wahrscheinlich, glaube ich, zu laut sein. Das werde ich jetzt mal eben ganz schnell. Die Spiel speichert automatisch. Fortschritt schaltet die PlayStation 4 System nicht aus, wenn das Symbol. Ja, das kennen wir ja. So. Ich werde jetzt mal ein wenig. 4A Engine. Ja, 4A Games. Metro 2033. Huch. Ui. So, so, wie will ich denn hier. Da, erstmal auf die Options. So. So, da werden wir jetzt erstmal ein wenig hier. Ein wenig runterdrehen, weil das ist doch ein bisschen, glaube ich, zu laut. Wir werden mal so ein bisschen unter die Hälfte gehen. So. Granaten können sehr wirkungsvoll sein, wenn es darum geht, große Gruppen von Feinden auszuschalten. Ja. Hat er gespeichert, okay. Spieloption. Untertitel wollen wir natürlich einschalten. C-Modus halten. Deutsch, Deutsch, Deutsch. Gamma. Ich glaube, ein bisschen hell ist es. Mal nur ein bisschen so einstellen. Wer singt denn da? Was? Okay, so, dann fangen wir mal direkt mit dem neuen Spiel an. Er sieht schon toll aus, also muss ich ja mal sagen. Also bis jetzt gefällt es mir. So, wählen Sie Ihren Spielstil. Ihren Spielstil. Überleben. Munition und Filter sind knapper. Die Kämpfe sind tödlicher und Tarnung ist nicht so einfach. Der Überlebensmodus bietet Spielern das ursprüngliche Horrorerlebnis von Metro 2033 mit einem Schwerpunkt auf Ressourcenmanagement und spannenden Kämpfen. Und Spartaner, genießen Sie leichte Kämpfe und Tarnung bei Metro Last Light im Spartaner-Stil, perfekt für Spieler,
die ein schnelles, mehr actionorientiertes Spiel mögen. Munition, Filter und andere Ressourcen sind ebenfalls reichlicher vorhanden. Ich gehe mal von aus, dass wir Spartaner, obwohl es überleben, da könnten wir... Wisst ihr, was wir machen? Überleben. Das soll spannend werden und spannend bleiben und dann deswegen nehmen wir auch Überleben. Achso, das war noch gar nicht die... Ich dachte, das wäre jetzt der Schwierigkeitsgrad gewesen. Ja. So, normal Hardcore Ranger. Ranger Hardcore. Ranger Hardcore sind HUD, Benutzeroberfläche und Hinweise komplett deaktiviert, um dir die nachhaltigen und intensive Metro-Erfahrung aller Zeiten zu garantieren. In allen Bereichen wurde der Schwierigkeitsgrad erhöht. Dies ist die ultimative Metro-Herausforderung. Ja. Nee, das wollen wir natürlich nicht. Wir spielen auf normal und dann geht's jetzt auch los. Ach, hier hätte ich auch den Gamma-Wert einstellen können. Naja. Dann wollen wir mal loslegen. Bevor ich jetzt hier... Vorgeschichte der Tunnel. Tunnel wurde kälter. Okay. Mille und ich waren nun knapp unter der Oberfläche. Ja. Schon bald würden wir in den heulenden Wind klettern, um uns einen Weg durch die Albträume zu kämpfen, die uns dort erwarten. Meine lange Reise näherte sich dem Ende. Aber hatte ich die Courage, den Willen, alles durchzustehen? So. Hat er den Willen, es alles durchzustehlen? Artyom, als du deine Heimatstation verlassen hast, hast du da jemals gedacht, dass wir an einem solchen Ort landen würden? Nicht wissend, ob wir dabei sind, unsere Welt zu retten oder sie direkt in die Hölle zu schicken? Wir spielen übrigens den gewissen Artyom. Hab sie! Ist das cool? Wir müssen durch den Außenposten, um die Oberfläche zu erreichen. Okay, jetzt fällt mir gerade... Da waren Spinnen! Ich mag keine Spinnen! Geht weg! Ich werde jetzt gerade mal die Empfindlichkeit erhöhen. Denn... Es ist mir doch ein bisschen zu niedrig eingestellt. So. Hä? Was? Was? Es ist immer noch so zu niedrig. Machen wir mal volle Pulle. Rahmen bei automatischen Zielen. Eine voll aufgeladene Taschenlampe scheint heller. Na, als ob ich das nicht gewusst hätte. Irgendwas bewegt sich. Das ist mir irgendwie. Das ist mir irgendwie zu langsam. Ich weiß nicht warum. Es ist. Irgendwie. Das ist doch irgendwie, ne? Zielempfindlich. Zielhilfen? Das ist doch aber schon hoch. Anders geht's doch nicht, oder? Machen wir mal Rahmen bei automatischen Zielen. Vielleicht bringt das was. Öffne das Tor, ich decke dich. Okay. Das ist ein bisschen... Ich find's ein bisschen lahm. Also von der... Er reagiert ein bisschen... Was ist denn das? Geh weg! Eine Maus! Geh weg! Öffne das Tor. Also jetzt mal so auf den ersten Eindruck muss ich sagen, sieht's schon... Öffne das Tor. Ich gebe dir Deckung. Ja, ist ja gut. Kannst du nicht sehen, dass ich mich gerade mit meinen Zuschauern unterhalte? So auf den ersten Blick, es gefällt mir schon relativ... Spinnennetz. Hoffentlich kommen keine Spinnengegner. Ich mag keine Spinnengegner. So. Auf den ersten Blick sieht's... Die Scheiße geht dir ständig kaputt. Halte vier gedrückt, um mit Objekten zu interagieren. Okay. Drücke Kreis, um den Kriechmodus ein- und auszuschalten. Ja, das haben wir. Ach, schon wieder... Schau in diese Kiste nach Moon und Medipacks. Was ist das hier? Wie? Überall diese Spinnennetze. Ich mag keine Spinnen. Kann ich mal wieder ausschalten? Okay. Aber wie gesagt, das die Bewegungsdings ist ein bisschen... Bereit, Artyom. Geh nach. Ist ein bisschen, Springen? Okay. Achso. Ja, super. Okay. Auf nach oben. Also wie gesagt, dieses Drehen ist ein bisschen lahm, obwohl ich auf volle Pulle stehen habe. Oder ich schaue noch mal eben. Tut mir leid, dass ich das machen muss während der Aufnahme. Ich
Spieloption, Zielmodus halten, Schwierigkeit normal, Deutsch, Gamma, Untertitel, Fadenkreuz. Ne, geht hier nur Wireless-Controller. Tauschen? Nee. Bewegung, linker Stick, Vibration, Mittel, niedrig. Empfindlichkeit, mehr geht ja nicht. Empfindlichkeit ist auf voller Pulle. Naja, gut, dann müssen wir es so lassen, dann müssen wir so spielen eben. So, also. So, pass auf, jetzt hier, Achtung. Verwende das Ausrüstungsmenü mit L1. Bevor wir an die Oberfläche gehen, musst du die Gasmaske. Ohne sie bist du wie ein Fisch auf dem Trocken. Was? Wir sind fast da. Wie will ich? Ach da, Gasmaske. Ach so. Drücke Viereck. Aha. Wie kann ich denn auf die Uhr? Man hatte mir mal gesagt, oder beziehungsweise ich habe mal. Was? Ich habe mal in einem Review-Video gesehen. Und wieso habe ich keine Taschenlampe? Ladet. Da kommen sie. Was ist das? Was? Was? Alde, was ist das denn? Hallo? Adi. Wow. Stirb. Was sind das denn? Mutierte. Mutierte Ratten. Mutierte Ratten sind das. Die wollen aber nicht sterben. Die wollen aber anscheinend auch nicht sterben, die mutierten Ratten. Und jetzt habe ich natürlich keine Munition mehr. Das ist natürlich super. Das ist ganz toll. Und jetzt gehen wir da draußen. Aber dieses Drehen, das gefällt mir nicht. Lass uns gemeinsam ziehen. Lass uns gemeinsam ziehen. Wo ziehen wir denn hin? Schnell hintereinander drücken. Oh. Ich muss mal ganz kurz nochmal die Steuerung. Kann ich mir die Steuerung irgendwo ansehen? Ich bin da noch nicht so. Voreinstellung. Da schießen. Sekundärwerfer, Inventar. Alternatives Journal, Nahkampfangriff, Sprinten, Medipack, Waffe benutzen, kriechen, springen, benutzen, interagieren. Taschenlampe, haben wir die Taschenlampe denn vielleicht noch gar nicht? Kann das sein? Was? Und hier ist es, Artyom. Unser gehen wir erstmal weiter. Ziel. Kommen! Bullmann, bitte kommen! Ende! Ich höre sie laut und deutlich. Ach du Scheiße! Wir sind am Turm. Ich wiederhole. Wir sind am Turm. Ist die Gruppe ausgerückt? Ende. Bestätigt. Wir haben Kontakt. Sie sollten jetzt in der Nähe des Turms sein. Ende. Ach du Scheiße. Oh! Ist er bekloppt? Hallo, Verkehrsregeln. Was ist das denn für ein cooles Fahrzeug? Damit kann man bestimmt auch auf den Mond fahren. Bin froh, Sie zu sehen, Oberst. Haben Sie das gehört? Ja, ich dich auch. Hören Sie, was zum Teufel ist das? Bildet einen Kreis. Bildet einen Kreis. Wow. Was? Okay. Achtet auf eure Kehrseite, Jungs. Oh, die kommen. Ja, anscheinend wird es härter als in der Bibliothek. Die kommen aber immer näher. Halt L1 an den Filter zu wechseln. Auf mein Zeichen. Wow! Scheiße! Feuer frei! Hallo, ich kann nicht! Hallo, ich kann. Ah! Ach so, geht weiter. Ach, das sollte so sein. Warum sagt mir das denn keiner? Ich hab doch gar keine Munition. Was? Was? Da kommen die fliegenden Möchtegern. Das Leben war nie leicht in den Tunnels, aber es war unsere Heimat. In den Tunnels. Die Routine, jeden Tag die gleichen Leute zu sehen, das war tröstend. Aber seit die Angriffe der Mutanten eskalierten,
wurde die Station von Furcht beherrscht. Ich war gerade erst 20 geworden und hätte mir nie vorstellen können, was nach dem Morgen folgen würde, an dem Hunter uns kam. Ja, im Übrigen sind wir als Atom auf der Suche nach einem gewissen, wie heißt der jetzt? Miller? Miller? Der in der einzigen noch großen Metro-Station, wo noch Menschen wohnen, leben soll. Und den sollen wir da wohl aufspüren. Aber. Da war doch gerade London, oder? Der Big Ben. Stonehenge. Cool. Sieht aus wie der Kölner Dom. Das ist bestimmt New York. Davon träumt unser Atom bestimmt. Da möchte ich mal hin. Oh, Russland. Wer hätte das gedacht? Ich hoffe, dass mit der Steuerung das Licht sich noch ein bisschen, weil wie gesagt, ich kam jetzt überhaupt nicht so großartig klar. Atom, endlich wach, wie ich sehe. Hunter kommt hierher. Er müsste Neuigkeiten von den anderen Stationen haben. Komm. So, und damit, das war jetzt erstmal der Prolog gewesen quasi jetzt gerade, oder beziehungsweise jetzt kommt... Beschneichender. Also ich bin's nicht. Oh, eine Gitarre. So, was haben wir hier? Huch. Okay, da kann man das Licht ausmachen. Hier darf man also nicht rauchen in der Bude, das ist das Metrosystem, so wie es ausschaut. Und im Übrigen, Bevor ich das vergesse zu sagen, werde ich mir auch sehr, sehr viel Zeit nehmen mit dem Spiel und auch mir Zeit lassen. Also nicht wundern, wenn ich mich hier viel umsehe. Bei The Last of Us bin ich doch ein bisschen sehr durchgehuscht, falls es einigen aufgefallen ist, obwohl ich es eigentlich relativ... falls dann einigen aufgefallen ist. Was haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt März, sehe ich das richtig? Nee, März, nee, der 8. ist ja nur dann markiert, weil es wahrscheinlich ein Feiertag ist. Was ist denn der 8. März ein Feiertag? Da ist doch gar keiner. So, überall. Das ist ein Funkgerät, oder? Okay, da kommt anscheinend nichts. So, dann wollen wir weitergehen. Huch. Ja. Wir haben ihn aufgeweckt anscheinend. Was haben Sie vor? Sie jagen und alle abknallen? Was haben Sie vor? Das ist nicht mal lustig. Entschuldigung. So läuft das, Bruder. Ganz kurz. Nochmal husten. Wollt euch das ja nicht in die Aufnahme noch reinhusten. Kann man da reingucken? Oh, da liegt eine Waffe. Okay, die leben also hier ganz schön armselig, wenn ich das mal so sagen darf. Hallo, Atom. Hi, wer bist du denn? Darf ich deinen Namen auch erfahren? Was liest du da gerade Schönes? Das ist wahrscheinlich ein Liebesbrief. Von der Omi. Von der Omi vom P.T. Okay. Hallo. So. Kann man hier reingehen? Der duckt sich auch ein bisschen wenig, finde ich, ne? So allgemein. Die Station wird nicht länger überleben, wenn diese Angriffe nicht aufhören. Wir müssen etwas tun. Was können wir denn noch tun? So, wie gesagt, ich werde mich viel umsehen, ja, weil mich das einfach mal interessiert hier alles. So. P.T. Ja, da kommt jetzt gleich das Baby rein. Der presst das bestimmt hier aus. Och, hat der ein lustiges... Die werden uns alle umbringen. Hat der ein lustiges Mützchen auf. Bist du Arzt? Du bist ja ein ganz feiner Arzt. So. Der Pfeil zeigt dort recht, wo es lang geht. Das sieht aus, als ob das irgendwie mit Kreppband draufgeklebt worden ist. Wie cool. Sergej, habt ihr meinen Sergej gesehen?
Hallo, Artyom. Hallo. Ruhig. Alles wird Letzte Nacht wurde noch eine Patrouille angegriffen. Das Krankenhaus ist voll. Das ist nicht gut. Aber bleiben Sie ruhig. Wir müssen die Ordnung aufrechterhalten. Was? Erinnert mich jetzt ein bisschen wie... Was ist mit Alexei? Er war am Außenposten. Sieht ein bisschen aus wie... Mein Gott, jetzt haltet doch mal die Klappe. Halt die Schnauze! Halt die Schnauze! Sieht ein bisschen aus wie, einer Warteschlange im Phantasialand. Ah, hier kann man bestimmt Karten kaufen. Wie viele Tote? Keiner sagt es. Keine Besucher. Die wollen mir nicht sagen. Ich weiß nicht... Ah, du bist es! Das war schon das dritte Mal. Komm herein, Alex. Hallo, Artyom. Wie gesagt, das Ganze gibt's auch für PC, Xbox One und ja, wie gesagt, PlayStation 4, die Version, die wir auch buchen. Die Leute wollen ihre Verwandten sehen. Ich auch. Ich will auch meine Verwandten sehen. Die wohnen im Zoo übrigens. Nein, natürlich nicht. Wie geht es den Verwundeten? Ach, keine große Verbesserung. Zwei sind heute Morgen gestorben. Die Schwarzen töten nicht einfach so. Sie machen einem das Gehirn kaputt. Und früher oder später führt das zum Tod. Sie machen das Gehirn kaputt. Oh mein Gott. So, was haben wir hier? M. M ist immer gut. Touchpad. Neuer Eintrag. Täglich ziehen unsere Patrouillen zu den Tunneln im Norden los und täglich kommen sie mit Toten zurück. Brutal ermordet und zwar völlig unerklärlich. Kann ich irgendwie scrollen? Huch. Wo waren wir denn jetzt? Ach da. Das habe ich auch noch gar nicht gelesen, oder? Turm, Vorgeschichte. Der Tunnel wurde kälter. Weißt du, da auf der Oberfläche. Hunter. Das Leben erreicht sich. Das ist nicht, glaube ich, das, was er im Ladebildschirm immer vorliest. Ich weiß es gar nicht. Also nehmen wir nochmal vor hier. Völlig unerklärlich. Noch mehr kommen Verletzte zurück, aber durchgedreht. Und noch können wir die Schwarzen nur auf Abstand halten, indem wir unsere Freunde, Nachbarn und Verwandten dorthin schicken. Wenn uns irgendwann die Leute ausgehen, um ihren Angriff in größerer Entfernung abzublocken, wenn sie irgendwann an unserer Station ankommen, dann sind wir erledigt. Ich höre die Leute tuscheln, dass wir den Todeskampf nur in die Länge ziehen und dass es keine Hoffnung auf Rettung gibt. Aber Shukoi, mein Stiefvater und Stationsleiter, hofft noch immer auf ein Wunder. Er besteht darauf, dass sein alter Freund Hunter uns retten kann. Hunter ist ein Mitglied des Sparta-Ordens, einer Kampfbruderschaft, die sich auf den Schutz der Metro vor allen Gefahren eingeschworen hat. Es gibt nichts, was den Herzen dieser Männer Furcht einflößen kann. Jetzt habe ich gerade eine Nachricht bekommen, deswegen war ich jetzt gerade so ein bisschen aus dem Welt. Nicht einflößen kann. Zumindest gab es nichts, bis die Schwarzen kamen. Also, die Schwarzen im Spiel. Ne? Also nicht, dass es jetzt hier, ne? Ihr wisst schon. Gott, wird das jemals aufhören? Ich ertrage es nicht mehr. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So möchte ich auch nicht leben. Also lasst mal sein, das ist nicht schön. Komm nicht dran. Ich komme nicht. Nein. Nein, bleiben Sie von mir weg. Erdbeermarmelade. So, haben wir hier was liegen, was wir mitnehmen können vielleicht? Was soll denn das sein? Okay. So, hier haben wir... Ich geh mal schnell weg hier. Sieht nicht gut aus. Huch. Sieht nicht gut aus. So. Was zum Teufel?
Wer kann das sein? Ja, wer kann das sein? Es ist Hunter. Mutanten klopfen nicht an. Öffne das verdammte Tor. Mutanten klopfen nicht an, ist klar. Die haben auch keine Arme, oder? Ein Hunter. Moin. Grüß dich. Willkommen, Hunter. Alles klar bei dir? Danke. Jetzt schließt euer Tor. Es ist schon lange her, Hunter. Schön, dich zu sehen, Alex. Hallo, Artyom. Moin. Also, Hunter, was ist neuerdings da draußen los? Nicht viel. Das meiste ist von der Messestation und den Untoten, die eure Tunnel heimsuchen. Artyom, ich habe einen Händler getroffen, der Postkarten von New York verkauft. Da musste ich an dich denken. Cool, her damit. Das sind keine normalen Mutanten. Yeah! Das ist irgendwas anderes. State of Liberty. Naja, was auch immer die sind. Ich habe ein Motto. Wenn es feindlich ist, töte es. Die Schwarzen töten. Hauptluftschacht. Sie kommen von oben. Was? Was? Gib mir eine Waffe! Gib mir eine Waffe! Hier, direkt hinter der Wand sind Verwundete! Kirill, bring deine Gruppe zu den Tunnels. Alex, wir müssen hier bleiben und die Halle verteidigen. Okay. In Ordnung. Artyom, hol dir schnell deine Waffe. Oh, woher denn? Ah, hier. Toll, jetzt kriege ich erstmal eine Pistole. So, die lag da drin übrigens. Ein Revolver. Verdammt. Wie cool. So weit sind sie noch nie in die Station eingedrungen. Es ist das Krankenhaus. Sie riechen das Blut. Ja, sie riechen das Blut. Und, Schnell nachladen. Ach du Scheiße. Kommt er da? Was? Okay. Wir können sie nicht aufhalten. Laden? Ja, ich habe eine Trophäe Panzer bekommen, warum auch immer. Stier! Was? So. Artyom, bist du okay? Ja, ich bin okay, ja. Noch. Natürlich ist er mein das. Gott. Unkraut vergeht genau, nicht. Die Riesenratten, die stinken. Keine Schwarzen hier, nur der übliche Tunnelmist. Selbst wenn du sie nicht siehst. Die Schwarzen sind da. Furcht ist ihre Waffe. Deshalb sind die Nosalis auch wie Ratten geflohen. Sie sind nicht einfach nur Mutanten. Sie sind der Homo Novus, der nächste Schritt in der Evolution. Homo Novus? Hast du vom Überleben der Stärksten gehört? Was? Und weißt du was? Wir haben verloren. Was ist bloß mit dir geschehen, Alex? Ihr könnt wie Lämmer zum Schlachter gehen. Ich werde an dem festhalten, was ich habe, mit Zähnen und Krallen. Und ich werde mehr als nur ein paar deiner Homo Novus in die Hölle mitnehmen. Hältst du dich für einen Cowboy wie in den alten Filmen? Schau dich um, Hunter. 10 Soldaten, zum Kampf ausgebildet. Ihre Körper gebrochen, ihr Geist zerstört. Sie haben den äußeren Wachposten zerstört. Und wie es da weitergeht? Spannend. Seht ihr in einer weiteren Folge Metro Redux 2033. Mein Gott, ey, das ist so cool. Also, bis demnächst. Tschüss.